Jetzt bin ich beim Partyprinzen, freue mich unheimlich, dass ich da sein durfte, dass ich meine Meinung sagen durfte. Es gibt nicht mehr den Matthias, den es vor dem Dschungelcamp gab. Es gibt wirklich einen Matthias nach dem Dschungelcamp. So, normalerweise kennt man solche TV-Blitzkarrieren ja nur von irgendwelchen Blondinen, die die Brüste in die Kamera strecken. Bei dir ging es fast genauso schnell. Warst du irgendwie überrascht von der Anfrage im Sommerhaus? Also ich war eigentlich total überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Sommerhaus der Stars, das war wirklich, ich war auf Kreuzfahrt zu der Zeit gewesen. Und ja, für mich war das eigentlich so wie eine, als hätte ich eine von Kopf gekriegt. Ja, also ich war wirklich überrascht und habe mich natürlich gleichzeitig gefreut. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ist das wirklich für mich diese Anfrage? Und ja, dann war es halt so. Und dann hat Dschungelcamp obendrauf, das ist ja nochmal, da läuten ja nochmal, das ist ja der Trash-Himmel. Bei Dschungelcamp muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte nie damit gerechnet, dass ich als Dschungelcamp-Kandidat gehandelt werde, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jemand, der aus dem normalen Leben kommt und dachte damals wirklich, das ist ein Traum. Ja? Also ich habe früher Dschungelcamp geschaut und habe immer gedacht, ach, was würdest du dafür tun, einmal im Dschungelcamp zu sein? Und dann durfte ich wirklich dabei sein und ich habe es einfach genossen, ja. Gibt es auch irgendwas, was du bereut hast, was nicht so toll war oder vielleicht die Außendarstellung? Also die Außendarstellung, ganz klar, ist natürlich speziell. Dennoch muss ich sagen, ich würde jederzeit wieder ins Dschungelcamp gehen. Mir hatte Dschungelcamp unheimlich viel gebracht, ob natürlich privat oder auch geschäftlich und auch von der Karriere her. Ich habe wirklich jeden Tag eigentlich im Dschungelcamp genossen, muss ich wirklich sagen. Und danach, das Leben hat sich total verändert natürlich, ja. Also ich bin ganz ehrlich selbstbewusster, ich bin jemand, der eigentlich, ja, das einfach nur noch macht, was er möchte. Also es gibt für mich keine Kompromisse mehr. Also vor dem Dschungelcamp gab es viele Sachen, die ich geschluckt habe, wo ich gesagt habe, okay, Matthias, halt da den Mund, halt dort den Mund. Nein, nicht mehr. Also es gibt nicht mehr den Matthias, den es vor dem Dschungelcamp gab. Es gibt wirklich einen Matthias nach dem Dschungelcamp, weil wirklich jeder, der im Dschungelcamp war, da kann man auch, glaube ich, jeden fragen, der Dschungel verändert einen. Also diese 14 Tage, die ich jetzt drin war, haben mich verändert und ich muss ganz ehrlich sagen, die haben mich positiv verändert. Also ich bin froh, der Mensch zu sein, der ich heute sein darf und ich habe ganz, ganz viele tolle Menschen, die mich kennen, wirklich seit ich 13, 14 Jahre alt bin, die heute noch an meiner Seite stehen und die auch wirklich sagen, Matthias, wir hätten dir den Dschungel nie zugetraut, ja? Und die wirklich heute sagen, du bist eigentlich mit dem Dschungel wirklich gereift, du bist jemand anders da, aber du bist trotzdem unser Matthias. Und dafür muss ich wirklich meinem besten Freunden wirklich danken, dass sie so hinter mir stehen, dass sie wirklich sagen, Matthias, du bist wirklich mit dem Dschungel gereift. Es ist einfach so. Sebastian Wurt. Michaela Schäfer, Dritter bei dem Süßen. Partyprinz. Der Zweiter bei DSDS, Zweiter beim Dschungelcamp und Letzter beim Partyprinz. Was soll ich sagen? Es läuft.